Yay! Eris ist zurück. Nice. Was geben wir Aerith? Was geben wir ihr? Okay. Machen wir das hier noch. Ich bin so glücklich, dass Aerith wieder da ist.
So, was geben wir hier noch? Barret ist nicht da, also geben wir noch das Heilen. Toxin sind wir gerade am Lernen, das kriegt sie auch. Und Versiegelung sind wir auch am Lernen. Okay. Yay! Wir sind wieder zusammen. Endlich! Mein Mädels. Unser Ziel ist also das Dach, richtig? Wir sollten den Fahrstuhl versuchen, den Hohen benutzt hat. Bin gleich da. Ich glaube, uns geht's gut. Hinsetzen. Los geht's. Aerith, Aerith, Aerith. Alle. Zum Fahrstuhl? Ja, ich kann den Mistkerl noch riechen. Ich mag 13. Was ist denn hier passiert? Die Behälter, sie sind alle leer. Mir scheint nichts Gutes. Alles ausgebrochen, ne? Hier müssen wir lang. Und wie? Die haben das wohl angerichtet. Dann sollen sie dafür bezahlen. Überlass die mir. Keine große Sache. Gib mir 5. Ja, das war heiß. Oh, das war so ein halbes Gipfelchen. Oh nein, Barret. Ich gehe mal stark davon aus, da steckt ein Mensch dahinter. Oder zumindest was Menschenartiges. Und ich glaube nicht, dass er davon begeistert war, dass er Pfötchen geben sollte. Ah, geil. Hallo, meine Hübschen. Danke, dass ihr auf mich wartet. Very nice.
Kann ich mit ihm reden? Nein. Schade. Schade. Ich liebe die Tatsache, dass Cloud sich einfach mal hinsetzt für locker 10 Minuten und alle stehen einfach nur um ihn herum und warten. Ich liebe das so sehr. Los. Oh. Das letzte Mal, als eine schwarze Feder kam, war Sephiroth dann da. Ist nichts Gutes. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Cloud sein Host ist. Immer noch. In Hojos Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf aufs Dach. Aerith. Ist es nun eigentlich komisch zwischen uns? Weil du mir mehr oder weniger einen Korb gegeben hast? Anscheinend schon, sie ist ausgewichen. Das, was wir eben gesehen haben. Genova. Was ist das? Genova. He's back! Mutter. Lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Sie alle! Ich hasse sie alle! Mutter in Form von Mutter? Oder Mutter in Form von Mutter Erde? Fuck. Oh shit. Welch freudiges Wiedersehen. Wow. Vortrefflich. Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Seine Erwartungen an wen? Von Cloud? Von Sephiroth? Von Aerith? Von wem? Ich bin verwirrt. Oh, Cloud.
Hi, willkommen zum Stream. Ich muss hier weg. Oh, Cloud. Wo sind wir hier nur reingeraten? Ja. Meine Theorie verbessert mich nicht, wenn ich falsch liege. Ich will es nicht wissen. Aber meine Theorie ist, dass Cloud immer noch sein Host war und dass er ihn jetzt hierher gebracht hat. Das ist immer noch meine große Theorie. Versuchsbehälter. So komme ich rüber. Gut, dass wir das beim Spielplatz geübt haben, rumzuhüpfen, ha? Huh? Gut, dass wir das geübt haben. Oh wow. What the fuck? What the fuck? Oh nein, was ist das hier? Was soll das sein? Soll das Eier sein? Oh shit. Oh shit. Wird sie deswegen Mutter genannt? Ach, das noch. Okay. Wird sie deswegen Mutter genannt? Weil sie 10 Millionen Eier hier produziert? Was soll das genau? Oder sind es Speicherungskapseln? Für die Energie der Erde? Okay, neue Theorie. Mutter da oben ist der Grund dafür, dass die Erde die Energie absaugt. Beziehungsweise freilässt in die Welt. Und deswegen ist sie da oben gefangen, damit sie hier in Form von eierartigen Speicherkapseln gefangen werden können. Und dann benutzt werden können für alles Mögliche. Wow, was sind das für Dinge? Ich helfe dir. Danke. 13. Red 13 schließt sich deiner Gruppe als Gast an. Als Gast. Das heißt, er kämpft an deiner Seite, lässt sich aber nicht von dir kontrollieren. Da sich seine Ausrüstung nicht ändern lässt, erscheint er auch nicht im Hauptmenü. Oh Mann, ich würde gucken, was er kann. Er erscheint auch nicht, wie viel Leben er noch hat. Kann ich ihn dann heilen? Muss ich ihn heilen? Ich glaube, ich muss ihn auch nicht heilen. War das okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Okay. Darf ich deinen Bauch streicheln? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich empfindest du es als creepy, dass ich das möchte. Aber du bist ein Hund, okay? Auch wenn du kein Hund bist, aber du siehst aus wie ein Wuffi. Du siehst aus wie ein Wuff. Was ist? Klettern mit Red 13. Wird an einer Wand das Symbol angezeigt, kann Red 13, ich nenne es jetzt einfach so, weil der Name ist auch Red, somit, an dieser Stelle mit an ihr entlang klettern und so weit entfernte Bereiche erreichen. Okay. Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Das müsste sich arrangieren lassen. Wir sind im vorletzten Kapitel. Und bist trotzdem zeigen sie mir noch neue Funktionen. Irgendwie richtig cool. I like that.
Good job. Good job, Lord. Good job. Ich bin gleich da. Gut. Sieht aus wie ein Baum. Sorry, Bobo, du hättest nicht rüberkommen müssen. Alles gut. Ist er nicht knuffig? Oh Gottchen. Neue Boxen. Sehen anders aus. Wind. Aber es hat Schutz und nicht mehr. Das war ein Fehler, deinen Schutz aufzugeben. Es ist so praktisch, dass wir ein Feuerschwert haben. Jedes Mal aufs Neue. Einfach wundervoll. Thank you.
Sorge. Na dann, ist ja gut. Der Ausgang? Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aeris. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Aber was ist mit Zirkel auf dem Moment? Los, Leute. Wir können nicht einfach gehen. Hier ist jemand, der macht vielleicht schlimme Dinge. Nobody knows. Ich glaube, er ist der Bösewicht. Zumindest aus dem Kontext heraus würde ich sagen, er ist der Bösewicht. Ich weiß es nicht zu 100%. Das wurde mir bisher noch nicht erklärt. Aber ich würde mal behaupten, er ist der Bösewicht. Wir können doch nicht einfach liegen lassen. Ja, wir suchen die und dann hauen wir ab. What? Oh mein Gott, geil. Wir haben so viel von ihm geklaut, weil ich gedacht habe, Aeris ist jetzt Part von uns. Jetzt ist Aeris wieder nicht da. Das macht mehr Lebensenergie und mehr physischen Angriff. Es gibt ihnen MP mehr, macht mehr Magie. Wir geben ihm das. Okay. Okay, danke, danke. Achtung, Achtung, danke. Okay, jupp, okay. Kein Zurück mehr, ha? Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Gut, dass ich vorher nochmal zur Bank gegangen bin. Wandlauf. Yay, meine Mädels. Doch super. Sehr schön. Good job. Aber... Komm da bestimmt noch hin. Hä? Was hat sie gesagt? Da drüben scheint irgendwas zu sein. Meine Mädels. Nice. Achtung, Entschuldigung. Ups, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Meine Mädels! Hey Tifa, Cloud, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja.
aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ah, könnt ihr mich hören? Hojo. Ganz genau. Willkommen in der Walze, meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid, warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten. Lasst ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaube, ich habe oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an, okay? Geht klar. Yay, Mädelsgruppe. Ob mit Cloud alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn so? Mir? Alles im grünen Bereich. Oh, best friends forever. Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus, als hätte die Tür einen Griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay. Kommen wir irgendwie da unten ran? Es soll eine Möglichkeit geben. Aerith, lauf nicht. Sieh mal, unten kommt man jetzt auch weiter. Nice. Sagen wir Cloud Bescheid. Gleich. Hörst du mich? Die Tür zu Sektion 3 haben wir gefunden, aber sie ist noch verriegelt. Verstehe. Hojo hatte doch was von Vorbereitungen gesagt, nicht? Ich denke, wir müssen das da bedienen. Das zentrale Kontrollterminal. Könnte sein. Wir haben hier gerade etwas bedient. Kommt ihr jetzt vielleicht weiter? Bye, meine Mädels. Verstanden. Hallo, meine Jungs. Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet, bis ihr von uns hört. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hojo ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesem Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran,
genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hojo scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet er sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben verdammt. Erlösen wir sie. Als erstes müssen wir einen Weg ins Zentrum finden. Das Wesen, das aus dem All kam? What? Genova ist ein Alien? Wird schon irgendwie klappen. Schon unterwegs. Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Oh. Interessant. Aber da ist eine Kiste. Kannst du nochmal Cookie? Wird erledigt. Na gut dann. Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Wir finden vielleicht einen. Tifa und Aeris waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebel. Für die vier Sektionen in der Walze. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Sag den beiden Bescheid, dass sie losgehen können. Aber sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay? Okay. Aber... Können wir die zwei irgendwie aktivieren? Da ist eine Kiste. Ich werde die Kiste nicht aufgeben. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Kannst du jetzt nochmal Cookie? Schon unterwegs. Oh Mann, oh.
kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Na gut. Das Kontrollterminal bedient. Die Tür sollte jetzt offen sein. Drin sind wahrscheinlich versuchte Objekte von Hojo. Seid auf der Hut. Danke. Wir sehen's uns an. Kommt vielleicht noch. Aerith? Oh yeah. Wir sind ein super Team. Was haben die hier wohl gemacht? Es macht mich irgendwie traurig. Vielleicht so Wesen wie 13 festgehalten. Arme Babys. Thank you.
Na, den haben wir ja mal gesagt, dass sie Platz machen sollen, ha? Hast du die anderen gegessen? Gott, die Kiste ist riesig. Können wir lang. Schön Eierpupu machen. Kein Grund aufzuwachen. Well. Sie sind aufgewacht. Aber nicht für lange.
Job, meine Mädels. Aber wenn ihr es am Anfang minimalistisch verkackt habt. Danach war supi. Ich habe eine Kiste da gesehen. Ich möchte sie. Ich brauche sie. Ich werde sie holen. Meins. Nice. Entschuldigung, Aerith, danke. Oh, hier geht's raus. Moment. Wo geht's denn da lang? Moment. Machtreif. Irgendwas hört sich hier nicht gut an. Hier geht es raus. Das habe ich auch gesagt. Wie ich Professor Hojo hasse. Willst du mir mehr über dich erzählen, Aerith? Noch mehr? Noch viel mehr? Das muss. Good job. Was ist denn das für dich? Na so. Ob man unten jetzt auch lang kann? Ja. Yeah. Na so. Ha, hier können wir den Jungs Bescheid sagen. Aber ich war hier noch nicht fertig. Ich wusste nicht, ob ich rechts oder links gehen sollte. Ich war noch nicht fertig hier.
Brauchen wir den Doggy für. Okay. Bedient. Damit sollte der Weg für euch ebenfalls frei sein. Schön, dann sind wir jetzt an der Reihe. Bleibt, wo ihr seid. Wenn was ist, melden wir uns. Okay, seid bitte vorsichtig. Okay, wir gehen zu Tor 2. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Good job, good job, good job. Let's go. Die sind echt an absolut jeder Ecke, diese Automaten. Voll krass. Nein, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen weiter. Dieser Geruch. Hojos Versuchsobjekte. Ja, weiter so. Du auch, Claude. Ich hoffe doch sehr, dass ihr euch gut amüsiert. Drecksack, ich knall dich ab. Vorsicht, du könntest das kugelsichere Glas zerkratzen. Die Begegnung
merklich beeinflusst zu haben. Hey, wo willst du hin? Ich mag den Typ nicht. Was hat er mit Aerys Mama gemacht, by the way? Ich spiele im Moment einfach nur sein krankes Spiel. Wir können überhaupt nichts dagegen ändern. Ich sehe schon, was unser nächster Gegner ist. Experiment beginnt. Mitarbeiter, bitte entfernen. Experiment beginnt. Sich an, wenn einem die Lieblingsspielzeuge zerstört werden. Immer wieder ein erquickendes Vergnügen, das mich wohl niemals überwinden werde. Nun, so weit, so gut. Dann zum nächsten Test. Sammelt Daten von uns. Ich wüsste so gern, was er zu Cloud gesagt hat, was er ist. Weil er hat gesagt, er wäre kein Soldat. Was ist er denn dann? Er hat doch die ganze Zeit gesagt, er wäre einer. Dieser Satz hat mich so verwirrt. Was heißt das? Was ist er? Ich bin mir auch sicher, dass es die Höhle von Sephiroth ist, aber das ist nur meine Meinung. Entschuldige die Störung, Arschloch! Aber du hast bei mir noch was gut. Kapierst du es nicht? Beginn des Tests. Wartungspersonal, bitte entfernen. Beginn des Tests. Nice. Yes! So, dann sei mal schön nett zu meinem Spielzeug. Was wird das jetzt schon wieder? Tja.
es an dir. Hier kommt Barrett! Lass mich mal. Willkommen, Bubu. Was war das? Wo ist er? Tut mir leid, er ist entkommen. Wir müssen hier raus. Können wir mal kurz über den Kopf streicheln? Einmal ganz kurz. Kein Krankenhaus, oder? Versuchsobjekte werden nicht verarztet. Hier wurde modifiziert. Oder seziert. Heilige Scheiße. Keine schöne Einrichtung, Horizont. Ist bestimmt irgendwo was versteckt. Oh-oh. Hey, was soll das? Der Koch hat wieder. Wollt wohl nicht Spielzeug genannt werden. Yeah.
Danke für den Host. Auch wenn wir nicht mehr lange online sind. Was ist jetzt passiert? Ey, was war das? Oh no, was passiert denn jetzt? Unser Limit. Snap. Oh, jetzt gebe ich alles. Ich weiß, es war wahrscheinlich nicht notwendig, aber ich mag einfach die Limits. Nice. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Good job, Barrett. Hier scheint aber nichts zu sein. Langsam wird das alt. Von einem Fahrstuhl ist nichts zu sehen. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Wir fragen einfach Aerith und Tifa. So. Wir waren stehen geblieben, lass mal denken. Wir waren stehen geblieben, als wir den Mädels Bescheid sagen wollten, richtig? Ich glaube, das Letzte, was wir machen wollten, war den Mädels Bescheid geben, weil wir kommen hier nicht weiter. Wir haben irgendeine Tür gefunden, genau, Tür 4 gefunden, aber wir kommen hier nicht weiter. Also müssen die Mädels wahrscheinlich zur Mitte irgendwie gehen und den Schalter umlegen. Zumindest kann ich mir das so vorstellen. Frage ist... Red,
Wollte gerade sagen, wo kontaktiere ich die Mädels, aber ich sehe schon. Da drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Das ist so süß gemacht, wie er den hier rumgeht. I love it. Oh oh. Hey! Oh oh. Alles okay? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Rüber, rüber, rüber. Verdammt. Oh shit. Jetzt müssen wir schnell machen. Oh shit. Red ist in ein tieferes Stockwerk gefallen und muss dort alleine gegen eine Horde von Gegnern kämpfen. Eile ihm zu Hilfe, bevor seine TP-Anzeige erschöpft. Oh Gott, shit, shit. Guter Plan. Tifa, hörst du mich? Was geht? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Der Ärmste! Schnell zu ihm! Du musst lang! Willkommen!
hingekommen. Da wären wir. Los, räumen wir auf. Benutzt aber Kopf zu streamen. Vielen Dank für den Start. Gott, schon der 9. Monat. Krass. Krass. Wie soll ich es nennen? Red 14. Wie Red 13, nur eins besser. Red 14, bitte. Alles okay? Dankeschön. Gut gemacht. Wie weit seid ihr gekommen? Wir haben den Zugang zu Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus kommt man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir es. Ich find's cool, dass Red jetzt bei den Mädels ist. Nur Red. Ready, Red. Er ist schon echt knuffig, muss man ganz ehrlich sagen. Bin aber echt gespannt, ob wir ihn in einer menschlicheren Form noch sehen. Weil ich glaube, er ist eigentlich menschlich in der Richtung, weil er kann reden und so. Entschuldigung, warum hüpft er vor mir rum? Mal gucki. Tu dein Bestes. Schon unterwegs. Er ist so süß, wenn er den Schalter umlegt. Achtung. Seht mal, ein Fahrstuhl. Er ist so goldig. Hier ist ein Hebel, den wollte ich gerade umlegen. Anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Hier. Oh, bist du auch da? Schluss jetzt! Tifa ist so cool. Sie ist so stark mittlerweile. Das ist der Hammer. Bam. Das war ein gutes Training. Das war's wohl. Vier sind die Jungs, ne? Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Good job.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Ja, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus, als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Hab nächste Woche Urlaub. Kannst dann gerne rund um die Uhr streamen. Nächste Woche geht das noch nicht, nee. Die darauffolgende Woche habe ich Urlaub. Dann könnte ich es vielleicht machen. Dann lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Gehen wir. Wow, gehen wir. Oh nein, wir sind jetzt nur zu zweit. So vorher so angenehm mit 13. Naja, egal. Wir schaffen das. Nice. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Okay, dann hänge ich noch eine Woche dran, kein Ding. Ich habe die nächste Woche. Nee, die darauffolgende Woche und dann nochmal die Woche drauf Urlaub. Also ich habe Urlaub vom, lass mal Cookie. Vom 25. bis zum einschließlich 8. habe ich Urlaub. Weil ich habe am 1. Juni Geburtstag. Und deswegen habe ich da Urlaub genommen. Und nächste Woche, Samstag, bin ich wahrscheinlich nicht da. Sonntag müssen wir gucken, ob wir streamen. Aber nächste Woche, Samstag, bin ich wahrscheinlich bei meiner Schwester, weil die wird 40. Und die möchte... wir wollen sie überraschen. Das heißt, nächste Woche, Samstag, bin ich nicht da, weil wir müssen bei ihr übernachten dann. Irgendwo, damit wir... Weil wir müssen dann auch wieder zurück. Am 24. komme ich dann zurück, da werde ich sicherlich streamen. Aber am 23. bin ich auf jeden Fall nicht da. Dann meine Schwester Geburtstag. Und dann habe ich mir die darauffolgende Woche Urlaub genommen und dann nochmal die Woche Urlaub genommen, weil ich am 1. Geburtstag habe. Ich wollte eigentlich weg sein, was ja jetzt nicht funktioniert. Somit bam bam bam. Bam bam bam. Moment. Bam 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 bam. Das kann ich mir eh nicht merken, siehst du auf Twitter. Richtig. Ich habe die nächsten 2 Wochen nach dir Urlaub. So. Wenn du jetzt die nächste Woche Urlaub hast, habe ich die nächsten 2 Wochen nach dir Urlaub. Das ist das Einzige, was du dir merken musst. Und übernächste Woche Samstag kannst du. Ja. Das war's. Er hat echt einen an dir gefressen. Kann sein. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Von wem reden wir? Ich habe gerade den Anfang nicht mitbekommen. Von wem haben wir gerade gebabbelt? Keiner weiß es. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss mir da irgendwas überlegen. Für den 28.05., weil da sind wir 2 Jahre auf Twitch. Und dann muss ich mir da irgendwas überlegen für den 1. Juni, weil das ist mein Geburtstag. Ob ich da auch irgendwas Besonderes machen will. Mal gucken. Mal gucken. Wenn ich schon nicht in den Urlaub gehen kann, irgendwo hin, machen wir irgendwas Besonderes hier. Oh my. Wenn das mal nicht aussieht wie eine Kampfarena, dann weiß ich auch nicht. Okay. Okay.
kommt nichts, echt? Das kann ich nicht glauben. Niemals. Hier passiert 100% irgendwas. Gar nichts? Wozu war dieser Raum? Ja, Oma. Bye. Hörst du das? Lauf! Tausendfüßler? Fisch. Klingt das Fisch? Weird. I like it. Du willst wohl Hackfleisch aus uns machen. I like it. Erstmal analysieren, was das hier ist. Eine künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung. Da sie sich noch in Entwicklung befindet, ist sie nur schwer zu kontrollieren. Sie patrouilliert in der Luft und stürzt sich auf alles herab, was sich bewegt. Keine taktischen Informationen verfügbar. Kacke. Okay. Dann übernimm. Jetzt kann ich dir das sagen. Hast du überhaupt irgendwas gebraucht? Cloud kann man wirklich was machen gegen ihn. Hi? Und so schnell sind wir tiefer. Kann ich wirklich was ausrichten gegen ihn? Eis. Fragezeichen. Welchen Charakter magst du am meisten? Schwierig. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich mag, wie cool Tifa ist. Ich mag, wie lieb und nett und fröhlich und positiv Aerith ist. Obwohl sie so viel Scheiße anscheinend schon durch hat. I love that. Cloud hat die beste Charakterentwicklung gemacht, meiner Meinung nach, bisher. Weil er war am Anfang wirklich leicht ein Arsch, mehr oder weniger. Und mittlerweile ist er echt human. Ich mache die ganze Zeit so Scherzchen von wegen, er hat gelernt, ein Mensch zu sein. Weil vorher war er einfach nur ein Arsch. Und jetzt plötzlich ist er lieb und nett. Und Barrett ist super cool und ich mag es, dass er Vater ist.
Also, dass nicht nur super junge Charaktere dabei sind, sondern auch ein bisschen ältere. 13 kenne ich noch nicht so gut. 13 kam ja jetzt erst ganz frisch dazu in die Runde hier. Also ihn kenne ich noch nicht so. Red 13, Entschuldigung. Also bei ihm kann ich es dir noch gar nicht so genau sagen. Weiß nicht. Wir haben alle so Vor- und Nachteile. Am meisten zu spielen mag ich auf jeden Fall Cloud. Er hat meiner Meinung nach die besten. Ich mag's, wie er kämpft. Ich mag, dass er nah dran ist. Das mache ich gerne. Ich mag es, dass er ein Schwert hat. Das mache ich auch gerne. Also am liebsten kämpfe ich mit Cloud. Na, dem haben wir es gezeigt, ja? High five! Nein? Okay. Sie haben. Sind Chocobos süß, weil sie Choco im Namen haben? Ja. Aber eigentlich liegt es an den Po's. Eigentlich liegt es an Po's, ganz ehrlich. Hey, typisch, vielen Dank für den Host. Besiegt. Aber das sollten sie ja auch. Die gewünschten Daten hätte ich damit. Was machen dann die zwei Idioten? Wir mal die nächste Runde des Tests einleiten. Geil. Oh. Hurra! Er scheint zu gehen! Ja, weil er uns erlaubt, weiterzugehen. Ich hasse das. Ich hasse die Tatsache, dass wir ihn so krass in die Hände spielen. Ich hasse das. Ist das wieder eine Falle? Der Fahrstuhl ist sicher. Vertrau mir. Na gut, wenn du das sagst. Ich werde mir gleich noch einen Kaffee machen. Erstens habe ich leider Schlafdefizite. Und zweitens habe ich heute noch nicht viel gegessen. Ich habe leicht Hunger. Und ich habe nichts Snackiges. Also werde ich mir gleich noch einen Kaffee machen. Nur schon mal als Ankündigung. Wir machen gleich Pause. Weil ich will Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Der neue Kaffee schmeckt wirklich lecker. Wirklich. Wirklich. Alter Falter, ey. Könnt schon mehr trinken. Ich versuche mich schon echt zurückzuhalten. Weil in der Packung sind nur 6 Stück. Und ich trinke meinen riesen Tassen immer 2 auf einmal. Machen wir Pause. Scheint von hier aus verschlossen zu sein. Sollen wir Richtig. Sie aufmachen? Nein, sollten wir nicht. Ich finde, wir sollten sie weiter gegen die Tür hämmern lassen. Kann ich warten? Hi, Aerith. Oh oh, oh oh. Kommt rein! Hallo! Endlich wieder vollzählig. Also nichts wie durch da und rauf aufs Dach. Auf der anderen Seite ist ein Fahrstuhl. Ob er fährt oder nicht, liegt allerdings an Hojo. Er ist so cool. I like him so much. Moment. Welche Gruppe sind wir? Yes!
Endlich wieder mit den Mädels vereint. I love it. Wie kriegen wir es auf, though? Nobody knows. Endlich bin ich wieder mit meinen Mädels vereint. Nice, das funktioniert. So ein Glück. Der Fahrstuhl funktioniert anscheinend. Dann hat Hojo vermutlich, was er wollte. Wir haben ihn ja auch ordentlich bedient. Er wollte Informationen darüber, wie wir kämpfen? Fragezeichen. Ich bin immer noch verwirrt, was er genau will von uns. Und von wem wir genau. Wieder zurück. Ob er von, Aerith die Informationen wollte? Weil er wirkte auch sehr interessiert an Cloud, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, Butter bei der Fische. Wer ist das nicht in diesem Spiel? Alle sind durstig, was Cloud angeht. Ja, alle. Mich wundert es, dass Barrett noch keine Anzeichen gegeben hat, von wegen, du bist schon süß. Mich wundert es wirklich. Weil alle sind durstig, was Cloud angeht. Alle. Das ist unglaublich.